Ja, jetzt wird er restauriert. Ich pack's an. Da schaut's ja ganz schlecht aus. Die ziehe ich mir jetzt gerade. Eine gerade Linie. Reisnadel. Blutzipfig. Servus, grüßt euch. Kleines, schnelles Video, Reisch, Restauration, Teil 2. Ja, jetzt wird er restauriert. Ich pack's an. Da vorne schaut es folgendermaßen aus. Da schaut es ja ganz schlecht aus. Da bin ich jetzt gerade dabei, da oben eine gerade Linie zu ziehen. Die ziehe ich mir jetzt gerade. Eine gerade Linie. Reisnadel durchgezogen habe ich schon. Dann schneide ich jetzt hier auf. Und hier an der Kante schneide ich auf, und zwar so, dass zum Schluss ein 35er Winkel da nicht passt. Dass der da nicht passt. Vielleicht schaue ich 2-3 mm da über und da verschwör ich ihn am Eck sauber. Und dann kommt die nagelneue Bordwand, die hat 33 und steht minimal über. Ja, es wird gut. Im Kopf habe ich es schon zusammen dicht mit der neuen Bordwand, wie es ausschaut und. Das muss weg. Der muss weg. Und dann da entlang schneiden. Ja, der mal gar nicht lang rum. Jetzt filmen wir erst einmal das. Oh, wer blärt denn da so? Oh! Da drüben ist dran. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er die gesehen hat. Nein, hab ich nicht gesehen. Ja. Heute ist Demofahrt. Wo ist das? Manching, fahren sie los. Ach, Donamos. Deswegen, in der Früh habe ich schon auch einige gesehen. Mhm. Ja, Freunde, ich habe jetzt heute keine Zeit. Ich muss hier weitermachen. Weil ich weiß genau, wie es läuft. Ich brauche ihn wieder irgendwann und dann ist er zerlegt. Und ich habe nur den als Kipper und ich brauche den. Habe ich gleich schlechtes Gewissen, weil ich nicht auf Demonstrationsfahrt bin. Ja, du warst ja schon. Mal. Was jetzt, ein Fendt oder ein Deutz? Kann ich aufpasst. Ein Deutz. Bläser hat er gescheit, gell? Sechszylinder? Bestimmt. Wenn er das Video sieht, schreibt er es neu wahrscheinlich. Ja, also bei uns rum, das ist ein hiesiger. Der wird schon selber gemacht, anschauen. Schreib's neu, ich schätze. Sechs Töpfe. Bringt mir jetzt aber nichts. Jetzt muss ich da erstmal eine Linie schneiden. Eine schöne Gerade. Ich mache ungern Werbung, aber in dem Fall muss ich sagen, ich habe hier mit einem Pferd 1 mm Scheibe habe ich geschnitten. Die ist gegangen wie Butter. Jetzt habe ich drauf, mag es gar nicht sagen, aber keine Pferd schneidet wie ein stumpfer Löffel. Fahre jetzt nochmal heim. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei daheim von Pferd. Dann schneide ich mit Pferd hier entlang. Dann schneide ich hier entlang, dann passe ich alles sauber ein und dann kommt zum Schluss die da rein, verschwarzt und dann geht es weiter mit der Restauration. Ich richte jetzt alles so weit her, schneide oben, schneide unten, hol mir andere Scheiben und dann nehme ich euch wieder mit.
den lassen wir laufen im Hintergrund. Harter Cut mit Schneiden. Bin ich fertig. Ich zeig's euch. Jetzt schaut's her. Stunden, ja Stunde nicht, aber ich glaube eine Stunde nicht gelangt. Habe ich jetzt folgendermaßen rausgeschnitten. Passt doch schlechter beieinander, oder? Ja, aber dann habe ich gedacht, ich mache die ganze Bräden, ich schneide es komplett raus. Oben rausgeschnitten, unten rausgeschnitten. Und zwar so rausgeschnitten. Das war ja ursprünglich, war ja das, hier unten geht es gerade rein. Da unten geht es gerade rein, 2 cm. Dann geht es hier hoch, dann geht es hier rein und dann geht es hier wieder hoch. Habe ich lange überlegt. Dann habe ich es so rausgeschnitten, dass ein ganz normaler Winkel reinpasst. Und zwar so ein normaler Winkel, der passt jetzt da rein. So kommt der jetzt rein. Hast du den zugeschnitten extra? Den habe ich von der Länge her zugeschnitten und dann habe ich einen Abfallwinkel geholt. Das ist ein 35er 35er Winkel. Den hat der Stahlhändler auch nicht immer lagern da. Dann habe ich hier nochmal 10 cm draufschweißen müssen. Aber das fällt kaum auf, der passt sauber rein. Schaut her, was ich Flexscheiben verschliffen habe. Die Gurten von Pferd. 2, 3, 4, 5, 6. Die ist komplett aufgearbeitet. 7, 8, 9. Und die hat nichts geschnitten. Und auf der Flexscheibe ist auch noch eine drauf. Ist komplett drauf gegangen. Ich habe hier alles weggeschnitten. Alles, was noch. Die Frontrunge links, die Frontrunge rechts. Dann das Blech hier. 5 mm massiv verschwurst. Hier. Ja, labert nicht so viel, heißt selber, labert nicht so viel. Und mein Schiefingnetzung mit Holzsplitter. Labert nicht so viel, arbeitet was. Packen wir jetzt zusammen, ziehen wir einen Horn, der Horn und das Carport rein. Dann schweißen wir das Winkeleisen rein. Ja, und dann packen wir es. Restauration, Reisch, 3 Seitenkipper, Baujahr 74. Vollrestauration. Alles runter. Sandstrahlen, neue Bordwand, wenn es der Finanzminister erlaubt, neue Reifen, neue Radlager, alles neu. Rendiert sich nicht, finanziell rendiert sich nicht, aber ich bin auch Kramp, ich bin von der Straße. Du brauchst ein Hobby. Ich brauche Arbeit. Ja, Freunde, schreibt es in die Kommentare, ich denke, es rendiert sich nie finanziell. Aber wenn er dann ausschaut, wie er ausschauen sollte, wie ich es mir vorstelle, und du hast es selber gemacht. Wichtig ist, selber gemacht. 6 Wochen. So lang. So lang? 6 Wochen. Wenn ich in 6 Wochen schaffe, bitte 3 Vaterunser und bin zufrieden. 6 Wochen ist sportlich. Kommt auf den Sandstrahler drauf an. Kommentare, Bordwand, Holz oder Metall? Holz war original, Baujahr 74. Mittlerweile sage ich, 2024, 50 Jahre später. Ich bin kurz davor, dass ich Metall mache. Metallbordwand. 50 cm. Das sind 40er. 50er Metallbordwand. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Zusammenpackt, Bordwand hochklappen und dann fahren wir so heim. Ja, weil ich vorne nichts habe, jetzt muss die Ketten das ein bisschen heben. Nochmal den Drucker und nochmal zurück, ganz zurück. Spitze.
Geht gut? Ja, Freunde, das ist ein alter Pavillon, das ist schon kaputt. Den nehme ich her als Schweißzelt. Schweiß- und Flexzelt. Da drin wird gearbeitet, dass ich keinen Funkenflug habe. Drunten habe Pläne. Wird schon. Ja, ich räume einen Bulldog auf. Und morgen, für mich morgen, für euch geht es jetzt dann im Video gleich weiter. Schweißen wir das Winkeleisen rein. Verschleifen wir es. Starten wir. Vollrestauration. Reiß drei Seitenkipper. Kann gut werden. Lass mal immer streiten jetzt im Video, gell? Sag. Ja, ich hab gedacht, wo ist das? Wo die Kamera sich nicht einschalten lassen, habe ich schon gemerkt, wie der Aggressionslevel hochgefahren. Nein, da ist gar kein Aggressionslevel hochgefahren. Schreibt das klein ein in die Kommentare. So bin ich natürlich nicht auf öffentlichen Straßen gefahren. Was war da dort? Ja, das war alles offen, weißt du? Ja, das kann kein Tier rausfallen. Ja, und ich frage jetzt blöd nach. Ja, da war nichts dort. Das ja, das weiß ich, aber du bist ja nicht so öffentlich gefahren, sonst drauf. Nein, so bin ich ja nicht gefahren. Also, da kommt er schon. Jetzt kommt der Chlor. Jetzt muss der Chlor mitfahren. Video hören wir auf für heute. Der Chlor mag mitfahren auf dem Thron. Wobei er hockt selten drum, er mag immer lenken. Er mag selber fahren. Wahnsinn, die zirkt da durch. Da habe ich jetzt halt geschnitten. 70 cm kannst du fast sagen. Geschätzte 70 cm. Und hier noch weggetrennt und da schon ein bisschen drüber. Und die anderen. Fahr jetzt heim, hol ich neue Scheiben. Servus, grüßt euch. Ein kleines, schnelles Video. Reisch, Restauration, Teil 2. Wisst ihr, wo ich da mal nachgefahren bin? Wo ich nicht nachgekommen bin? Wo ich da mit Ketten vorgespannt habe und. Schuld bin ich, wenn da was passiert, weil die schießen vorbei wie die Irren. Viele Anfragen habe ich gekriegt, warum ich das ganze Klumpzeug wegschmeiß, gell? Den Highwander und den Reher und. Ja, Freunde, ich habe schon was aufgehebt, auch, schaut hier. Der Flu ist da, Federzinkengruppe ist da, ein Wender haben wir noch und. Und da hinten wäre alles vollgestellt: Mähwerk, Kreissäg und was alles drin ist. Ja, alles kannst du ja nicht. Alles kannst du nicht aufheben. Ich habe ja keinen Platz nicht, Freunde. Mir gehört ja nichts. Mir gehört ja nichts. Ihr redet euch leicht, alles aufheben, nichts wegschmeißen. Ich habe keinen Platz, mir gehört nichts. Wie viel wollten auch noch wissen, wann endlich einmal der Allrad kommt. Und die Seilwinde. Der Allrad und Seilwinde ist ganz wichtig. Der Allrad und die Seilwinde, die kommen, sobald ich einen Platz habe. Sobald ich irgendwo einen Platz habe, mich entfalten kann. Ja, die Seilwinden braucht keinen Platz, ich weiß ja auch, aber. Da kommt eins zum anderen, dann brauchst du Seilwinden, dann brauchst du den, dann brauchst du das, dann brauchst du das. Dann möchte ich vielleicht meinen Frontlader abbauen. Das mache ich nicht, weil ich keinen Platz habe. Platz. Platz ist immer das Problem. Ja. Geld und Platz. Dann suchen wir uns halt einmal einen Hof. Ah, oh, so ein Drei-Seiten-Hof. Freunde, Drei-Seiten-Hof. Dann wisst ihr auch, was los ist. Drei-Seiten-Hof, der darf vollgestellt werden mit Fan. Eicher. Schlüter. Also wenn jetzt der Dreiseitenhof da ist, haben wir auch kein Geldproblem, oder wie? Also. Wenn der Dreiseitenhof da wäre, haben wir ganz andere Probleme. Ich glaube auch. Ganz andere. Aber aktuell ist das mein Hauptprojekt. Der wird jetzt hergerichtet, sandgestrahlt, grundiert, lackiert, Metallaufbau. Und wenn es finanziell noch irgendwie drin ist, vier neue Reifen. Vier neue Reifen werden. Ja. Und dann fährst du ins Holzenhaus, ich weiß genau, wie es läuft. Du fährst mit vier neuen Reifen ins Holzenhaus und dann fährst du irgendeinen Arsch rein. Deswegen, vielleicht bleiben die alten drauf, bis einer hier ist und dann gehen wir neue auf. Ja.
Machen wir uns nichts vor, die gehört rein. Gell? Da gehört das Tier rein auch. Ja. Fangen wir es an. Fangen irgendwas an. Wenn man was Gutes tun möchte, schickt mir ein Backer Pferd 1 mm Trennscheiben. 125er. Größer brauche ich es nicht. Ist das Betteln? Ja. Ja. Ich bettel eher dafür, dass die Leute uns nicht auf Instagram entfolgen sollen. Entfolgen? Ja, wenn wir öfter Stories hochladen, gell, siehst du oben mal an, werden ein bisschen weniger, als dann halt dann die woher genervt sind von dir die oder so. Die entfolgen? Die entfolgen uns. Und die entfolgen uns? Die entfolgen uns. Was man gar nicht sagt. Ja, letztens war es 8091, dann 96 und jetzt war es 8079. Ja, Freunde, wie kann das sein? Bin ich langweilig? Mach ich einen Schmarrn? Was jetzt? Ja, das höre ich zum ersten Mal. Das, ja, oder Instagram hat so eine Bereinigungsaktion durchgefahren. Ja, ich habe die Spam schon bereits da eine Zeit lang, ja. Aber jetzt auf einen Schlag weiß ich jetzt auch nicht, ob das so richtig ist. Oh, und entfolgt doch keiner. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schneide jetzt noch ein bisschen mit der stumpfen Scheibe. Die ist echt schlecht. Ich mag es gar nicht sagen, welche Marke das ist. Aber warum hast du denn die Marke jetzt überhaupt da? Ja, weil ich mir gedacht habe, Würth ist eine gute Marke, die könnten doch auch Flexscheiben bauen, gell? Aber anscheinend nicht. Es ist von Würth. Felix Würth, Würth, Würth. Ja, ich schneide jetzt noch ein bisschen und dann hole ich noch mal Pferd. Kannst vergessen, da ärgerst du dich nur. Die zieht schon gar nicht rein, die rutscht schon also rum, die tanzt. Die tanzt nach links und nach rechts, die fährt Millimeter. Ja, die ist auch dicker. Die ist ein bisschen dicker. Was hat die? 1,6. Die fährt 1 Millimeter, gell?